Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wie sich ja herausstellte, sollten wir den bösen Beruga erwecken, damit er hier die Unsterblichkeit hereinsetzen kann. Aber das ist natürlich nicht toll, sondern damit kann nämlich Beruga selber entscheiden, welcher Mensch sterben soll und welcher nicht. Und ein Mensch soll und niemand sollte diese Fähigkeit haben. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich erstmal wieder zurückkomme. Das ist ziemlich nervig. Ich möchte nicht über die Wüste laufen, das ist arg. Obwohl, hier gibt es eine Möglichkeit. Na gut, müssen wir kurz ein bisschen wieder reißen. Yay! Aber vorher muss ich noch einmal, bevor wir schauen, wie wir Beruga stoppen können, schaue ich mir nochmal meine Städte an, sondern ob ich da jetzt wieder was machen kann. Ha, vielleicht komme ich da doch noch weiter mit den Städten. Ha. Wo, wie, wo, was, wie komme ich jetzt eigentlich hier weg? Ah! So, ich setze extra zur Savanne. Ja, komm. Schauen wir uns nochmal den kleinen Löwen an. Hier haben wir ja mal einen kleinen Löwen gerettet. Wie hieß er nochmal? Ich habe den Namen vergessen, verdammt. Aber leider können wir ja auch nicht mehr... Hey, was machst du hier? Willst du spielen? Ja. Triff in 30 Sekunden möglichst viele Monster. Triffst du ein selbst gelbes Monster, verlierst du Punkte. Okay. Ah, diese Monster. Okay. Das sind Steine. Ah! Bam, bam. Verdammt. Nein! Mann, die Monster, das macht Spaß mir, die gelben zu treffen. Ah! Lauf nicht weg. Schweb nicht weg. Was auch immer. Verschwinde, gelbes Monster. Du bist nicht nett. Na, ob ich das noch hinkriege? Ich glaube nicht. Ach, das kostet hier kein Geld, das hier zu machen. Das ist umsonst. Wann kriegt man mal was geschenkt? Yeah, ich habe einen gelben wieder getroffen. So, weg mit dir. Weg. Weg. Weg, weg. Die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 27 Monster. Ja, ich will... Warum gibst du es mir eigentlich nicht gleich? Das erspart uns viele nervige Dinge. Zap, zap. Ja! Mann! Dieses verdammte gelbe Monster in der Mitte soll verschwinden. So, genau so möchte ich das. Genau so, ja, genau. Böses Gelb. Ja! Musst du natürlich genau jetzt in der Mitte sich hinpflanzen. Nein! Verdammt! Ah! Nervig! Ich krieg schon wieder nicht hin! Mann! Da vielleicht doch? Ah, könnte knapp werden. Na komm! Oh, perfekt! Geschafft! Du hast es geschafft! Dafür erhältst du einen Preis! Du hast dieses wunderbaren Stein gewonnen! Mein Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, ich verwende sowieso nur beim letzten Gegnerboss, beim allerletzten Boss die Magie. Also von der Seite kann es mir auch erstmal egal sein, aber trotzdem, mal sehen. Ich weiß sowieso nicht, was ich verwenden kann, im Gegensatz, der nachher packe ich mich voller Magie und der ist gegen alles nicht allergisch. Oh, schade. Kann man hier mit niemandem mehr reden oder so? Oder sagt auch der Hauptcharakter nichts mehr? Na, sieht nicht so aus. Okay, wir können hier wieder weg. Schwimmen wir wieder runter. So. Jetzt erstmal schauen, wie ich jetzt mal... Ja, komm. Zwitscher piept, Zwitscher pieps. Wo ist der Unterschied? Das eine heißt wahrscheinlich, das eine heißt ja, das andere ist nein. Aber ich meine, wo war der Unterschied zwischen der Schreibweise? Da gab es keinen. Das ist sehr merkwürdig. Und jetzt flieg, Vogel, flieg. Das wäre lange nicht mehr. Kommt irgendwie so vor, wie ein Storch bringt ein Baby zu seiner Mutter. Los, streng dich mal ein bisschen an, Vogel. Ah, das sah doch schön aus. Hättest du mich... Du hättest mich auch da unten absetzen können. Darf ich erstmal gleich einen schönen Umweg laufen, klettern, whatever. Ja, hier kannst du jetzt aber wirklich landen. Danke sehr. So. Ich will hier auch schon runter, aber das kann ich nicht. Damn it. God damn it. Jetzt aber hier runter und runter.
Ah! Ja los, spring einfach runter. Na gut, wir müssen hier lang. Yay! Das würde ich gerne auch können, so tief runter. So. Ja, hier geht's ja auch schon lang. Super. Oh, perfekt, da sind wir ja schon. Moment mal, war hier nicht meine Stadt? Hat es funktioniert? Oh, perfekt, die Stadt ist verbrannt. Sehr gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Tut mir leid für euch. Meine Ernte! Oh. Seine Ernte ist verbrannt. Egal! Ich werde euch helfen, dass es euch wieder besser geht. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bleibe. Ohne Dach über dem Kopf. Hallo! Sagt immer noch so, schön Hallo. Was ist das? Unglaublich! Mit wem soll ich nochmal reden? Ah, da ist ja dieser... Der ist ja der Übeltäter. Schutt und Asche. Und das nur, weil ich ein neues Rezept ausprobiert. Feuergulasch. Naja. Was sagst du? Wegen des Brandes sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Siheim wird bald zur Geisterstadt, wenn nichts unternommen wird. Geisterstadt? Hier gibt's nichts mehr, was man als Stadt bezeichnen kann. Nur noch ein paar Flecke hier. Die Vergangenheit ist unwichtig. Was zählt, ist die Zukunft. Du sagst es, alter Mann. Und ja klar, hier ist noch alles gesund. Das ist ja richtig toll. Hey, was sagst du jetzt eigentlich? Ich heiße eins, ich beobachte die. Die Stadt muss von Grund auf erneuert werden. Ohne eine Ernte gibt es keinen Fortschritt. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Die Wachstumsrate beträgt 10%. 10%! Yay! Okay. Mit wem muss ich nochmal reden? Mit irgendjemandem muss ich reden, damit es hier dann bergauf geht. Ja, er sagt das Gleiche, das ist nicht toll. Du weißt umher, richtig? Du ziehst durch Städte. Tust du mir einen Gefallen? Na klar! Klar, worum geht es? Großartig! Du siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand. Leider sind wir nicht hier sehr wohlhabend. Deshalb eine Bitte. Hier sind 9 Briefe. Gib sie bitte weiter. In Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und die Edelmut der Leute. Sam erhält 9 Seeheimbriefe. Ich habe keine Ahnung, wen ich die alles geben soll, aber ich kann nochmal durch die ganzen Städte reisen und mir die alle nochmal anschauen, um zu sehen, ob es da was Neues gibt oder Neues passiert ist oder whatever. Ich habe eine Idee. Verdammt, ich habe jetzt eine Knolle gegessen, das wollte ich jetzt nicht. Machen wir erstmal ein Foto von. Seeheim sieht ja gerade richtig so schön aus. So, in Seeheim hat Sam ein Foto gemacht, das ist doch schön. So. Jetzt gehen wir nochmal hier entlang. Die Frage ist jetzt wirklich, an wen muss ich jetzt die ganzen Briefe abgeben? Hier nochmal ein Foto gemacht. Da 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 da. Am besten werde ich gehe erstmal zu diesem einen Gedöns, zu der Reiseagentur, whatever. Müsste hier eigentlich nochmal? Nein, da ist ein Laden, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen woanders hin. Nein, dahin auch nicht. Aber da ist es! Yay, Touristik! Hey, wie ich sehe, fotografierst du gern? Ja, nein, jetzt nicht. Das ist schlecht, bitte komm wieder. Kann ich ihr so einen Brief geben? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Versuche ich es mal. Möchtest du anwenden? Ja, Ausrüstung und bitte sehr. Hat viele Informationen an den Menschen erfahren, durch uns viele Rinder. Aber leider haben wir nicht alle Informationen, wenn du Fotos würden gehen sehen. Ah, goddammit. Nimm doch einfach diesen Brief. Dammit. Liebe Ritter, gibt es bestimmt irgendwie einen reichen Kauz oder so. Irgendwie ein Typ, der nicht weiß, was er mit seinem Geld machen kann. Vielleicht ist es Sam. Der verdient ja gerade richtig gut hier mit seinem Telefon. Was ist das?
Eine Nachricht aus ihrem? Ich hörte davon. Ich mache mir Sorgen um Amanda. Lass mich helfen. Meine Ex-Freundin wohnt dort. Es betrifft auch mich. Ja, wir wissen es. Sie hat dich ja dazu gebracht, unter anderem, dass du angefangen hast, Telefone zu entwickeln. John, mit dem können wir auch mal reden. Hey John, Alter! Was ist das für ein Brief? Aus Sam? Ich hörte Gerüchte. Sollte ich gebraucht werden, werde ich da sein. Sam und Liberetta liegen nicht weit voneinander entfernt. Es ist doch schön, dass du jetzt einen Brief genommen hast. Damit bleiben uns nur noch 7. So, gab's sonst noch irgendjemanden? Ich weiß es wirklich gar nicht. Kinderheim, na, da gibt's so keinen, oder? Vielleicht diese Frau da? Das ist seltsamer, je größer die Stadt, desto mehr einsam ist, bitte. Wir werden zwar immer reicher, aber leider nicht zufriedener. Geld ist halt nicht alles. Aber trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn man immer wieder ein bisschen was in der Tasche hat. Gibt's denn sonst noch irgendjemanden? Ich bin mir echt so unsicher. Schauen wir mal hier nochmal nach. Muss ich dann auch bald schon einen Schnitt machen? Nein, bestimmt nicht. Tom. Tom, kannst du... Auch Jürgen aus Seeheim kocht delikate Speisen. Für feuriges Würstchengulasch im frischen Brotmantel. Exzellent. Nimm den verdammten Brief. Er sagt, der Tom da macht leckeres Essen, aber mich interessiert es nicht. Ich will, dass da seine Stadt verbrannt ist. Ich will nur essen. Was gibt's, wo ist es noch? Die drei Mädels, könnt ihr irgendwie helfen? Sieh nur, die Kleider, die du uns begeben, die passen wie uns gegossen, sind total cool. Du hast ja so recht. Oh, ja, toll, nimmt den verdammten Brief. Ach, die wollen auch nicht. Na schön. Okay. Dammit. Kaum was erreicht. Wir haben 2 Briefe abgegeben. Oh yeah. Ich hoffe, im nächsten Part kriege ich noch mehr Briefe weg. Aber jetzt erstmal bis zum nächsten Part. Bis dann.